ich hab'n. Liebe Videofreunde, Petri Heil, hammergeil. Ich war heute im Mediamarkt eigentlich wegen was ganz anderem und dann gucke ich dahin, auf einmal sehe ich Godzilla 2, King of the Monster in der limitierten Steelbook-Edition und mega mäßig. Ich freue mich so dermaßen, den Film endlich bei mir daheim im Heimkino zu schauen, weil ich war damals mit meinem Sohnemann im Kino und wir sind mit so dermaßen einem fetten Grinsen aus dem Kino rausgegangen. Allein die ganzen Anspielungen, die Musik, die Oxygenzerstörer, die Monster, es hat einfach gepasst. Es wurde ja schon wieder bemängelt, es wäre ja nur Monster-Action und unsinnige Monsterkämpfe, aber mal ganz im Ernst, wenn einer ins Kino geht für einen Godzilla-Film, erwartet man das ja. Und ich fand den einfach mega, wirklich ein ganz toller Film. Und eigentlich ist es ja ziemlich untypisch hier, ein Unboxing-Video auf meinem Kanal, aber ich dachte mal, für euch mache ich es mal. Auf jeden Fall sieht das schon mal richtig schick aus. Ich hoffe, es spiegelt nicht so sehr. Und ja, ihr könnt mir auf jeden Fall meine Kommentare verraten. Habt ihr den Film gesehen im Kino? Findet ihr den auch so genial? Oder sagt ihr, nee, die alten Filme waren wesentlich besser? Naja, auf jeden Fall, ich mache mal auf und wir gucken mal da rein. Okay, es glänzt nicht so. Ich denke mal, dann müsste es auch besser gehen mit den Spiegelungen. Ich finde es auf jeden Fall richtig sensationell. So, jetzt mal hier die Scheißdreck ab. Ich denke mal, die Credits, wer braucht die? Keine Sau. Das wird später gefaltet, kommt ab in die Steelbook rein und fertig. Na, komm. So. Jetzt guckt euch das Prachtstück mal an. Da kribbelt es einem gerade im Höschen. Jo und das Mädchen, die Hauptdarsteller von Stranger Things, wenn die mal älter wird und ist eine erwachsene Frau mal, das gibt aber auch ein lecker Sternchen. Auf jeden Fall ein richtig schönes Steelbook. Ist ganz gut gelungen. Hey, die Rückseite. Herrlich. So, jetzt mache ich hier mal auf. Die Disc, ja, langweilig in Blau. Könnte direkt von Marvel sein. So, das Innenmotiv. Richtig schick. Ich hoffe wirklich, es geht von der Spiegelung her. Ah, da bin ich ja. Cool. Ja, hier stehen schon wieder die Credits drauf. Hätte man sich eigentlich total schenken können. Ich meine, für was haben wir den Scheiß hier? Da hätten wir das sich da schenken können. Dann wäre der Innendruck noch schöner gewesen. Und eigentlich ein ganz tolles. Jetzt kommt demnächst noch das Steelbook von Amazon. Bin ich mal gespannt, wie das in Natura aussieht. Auf jeden Fall hier, das gefällt mir auf jeden Fall schon mal sehr, 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 sehr gut. Wunderbärchen. So, habt ihr euch auch das Steelbook bestellt? Oder sagt ihr eher, nee, das von Amazon ist schöner? Aber ich glaube, hier, das wird das Schönste von allen. Das war's von meiner Seite aus. Ich wünsche euch was. Lasst mir ein Däumchen da. Bis zum nächsten Mal. Horrido.